Die 41. Minute wird dem SCD HFK noch einige Zeit mehr als unangenehm im Gedächtnis bleiben. Philipp Pöter mit Ball, der macht sein erstes Spiel nach Verletzung und dann das. In der Wiederholung sehen wir, Daniel Luther trifft ihn zwar an der Schulter, dadurch kommt aber der gesamte Bewegungsablauf durcheinander. Pöter knickt um und fällt mit seinem ganzen Gewicht auf den Fuß. Dramatische Szenen auf dem Parkett. Christian Prokop eilt sofort zu seinem Schützling, aber auch er hilflos gegenüber dem, was gerade passiert ist. Die spätere Diagnose: Wadenbeinbruch, gerissenes Syndesmoseband. Noch in der Nacht wurde Pöter in Leipzig operiert, fällt für ein halbes Jahr aus. Es war gestern somit sein letztes Spiel für den SCD HFK Leipzig. Und wie reagiert ein Handballer? Daumen hoch und der Gruß in Richtung Fanblock. Wahnsinn.